Liebe Leserinnen und Leser, willkommen zu einem neuen Video. Diesmal zum Thema Gottesmutter. Wie auch Ihnen bestimmt schon aufgefallen ist, gerät die Gottesmutter leider immer mehr in Vergessenheit. Marienverehrung erscheint heutzutage nicht mehr als zeitgemäß. Ebenso gilt das Frauenbild, das Maria verkörpert, nicht mehr als erstrebenswert. Warum ist das so? Aus meiner Sicht hängt es vor allem mit dem allgemeinen Werteverfall zusammen. Daher wird Maria nicht mehr als Vorbild gesehen. Maria ist ein leuchtendes Beispiel, wie gelebtes Christsein aussehen kann. Wenn Sie sich wieder mehr mit ihr auseinandersetzen wollen, empfehle ich Ihnen meine Bücher, die ich über die Gottesmutter geschrieben habe. Sie finden diese in der Rubrik Marianische Bücher auf meiner Homepage. Beginnen Sie zunächst mit der Lektüre des Buches Du edler Rosengart, die Wiederentdeckung der Gottesmutter. Danach empfehle ich Ihnen das Buch Die Gottesmutter als Freundin gewinnen. Für jüngere Leser ab 12 Jahren habe ich das Buch Alltagsgeschichten aus dem Leben der Madonna geschrieben. Hierbei handelt es sich um eine religiöse Erzählung, die den Bezug zu Maria erleichtern und den Glauben anregen kann. Wenn man über Maria spricht, darf man auch das Thema Gebet und das Thema Rosenkranz nicht vernachlässigen. Über diese Themen werde ich eigene Videos erstellen. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen. Herzliche Grüße, Ihre Andrea Piringer.